Ja, hallo, euer Johann Severin. Ich freue mich erstmal, dass ihr wieder einschaltet und dieses Video hier anklickt. Ich möchte heute mit euch über den Glauben an sich selbst, über Sorgen und über Ängste reden. Wir alle haben diese drei Komponenten. Und jetzt geht es darum, dass diese Komponenten im Gleichgewicht sind und eher der Glaube, den Glauben an sich selbst, dass der eigentlich über die Sorgen und über die Ängste überwiegt. Aber oft genug kommen Situationen im Leben, wo wir Angst um unseren Job haben, die Sorge, dass wir den Job verlieren, Angst und Sorge um Finanzielles haben, Angst und Sorge um die Liebe haben, dass sie möglicherweise nicht kommt, dass sie möglicherweise wieder von uns weggeht. Und es passiert im Leben, dass genau diese zwei Komponenten, Angst und Sorge, im Gleichgewicht nicht mehr übereinstimmen zu dem Glauben, den man an sich selbst haben sollte. Dann passieren Sachen, dass wir möglicherweise einen Job nicht bekommen, dass wir möglicherweise in finanzielle Nöte geraten, dass wir möglicherweise in ein Beziehungschaos geraten oder möglicherweise erst gar nicht die Liebe finden. Diese Komponente, die sind in jedem von uns drin. Und oft genug ist es so, dass wir zurückblicken und sagen, Mensch, soweit alles super gelaufen, aber jetzt auf einmal bin ich in einer Sackgasse angekommen. Das ist nicht wirklich eine Sackgasse, das ist einfach nur ein Punkt, wo die Angst und die Sorgen über den eigenen Glauben rüberstehen. Jetzt möchte ich dir gerne Wege aufzeigen, wie man diesen Parametern der Liebe, des Berufs, des Finanziellen wieder in eine Harmonie bekommt. Da bin ich jetzt kein Übermensch. Nein, aber ich bin ein Mensch, der es selbst erlebt hat. Ein Mensch, der den Glauben nie an sich verloren hat. Ich habe da meine spirituelle Mediumseite auf der Seite gelegt und als Mensch an mich selber geglaubt. Ich habe mir gesagt, Johann, du schaffst das. Glaube an dich. Auch wenn du nicht jeden Tag den Schulterklopfer bekommst. Auch wenn du nicht jeden Tag Applaus von anderen Seiten bekommst. Aber du bist was Besonderes. Du schaffst es. Und der Glaube an mich selber hat dazu geführt, dass ich wieder nach vorne gekommen bin. Dass ich wieder Wege gesehen habe, obwohl ich in einer Sackgasse war. Diese Wege, die würde ich dir gerne aufzeigen. Ich würde dir diese Wege gerne aufzeigen wollen, egal in welcher Form. Ob es in Sache Liebe ist, ob es in Geld ist, im Beruf ist oder in ganz alltäglichen Problemen, die wir alle haben. Aber jedes Problem ist für uns das Größte. Und wir suchen oft genug nach Wegen, diese Probleme zu lösen. Manchmal bei alltäglichen Sachen finden wir die Lösungen. Aber auch manchmal verlieren wir den Glauben an die Lösung. Und diesen Glauben möchte ich dir gerne wiederbringen. Ich freue mich auf ein interessantes Gespräch mit dir. Ich freue mich auf eine Nachricht von dir unter johann@gabegottes.ch oder noch besser, weil ich ein Medium bin, was sehr stark fühlt, wenn du sprichst, würde ich mich über einen Anruf deinerseits freuen unter 0901 012345. Ich wiederhole 0901 012345. Ich freue mich auf deine Geschichte, weil diese Geschichte ist für dich die wichtigste, und lasse mich ein Teil dieser Geschichte werden, indem ich dir Wege zeige, aus diesem Labyrinth wieder rauszukommen. Ich freue mich auf unsere nächste Unterhaltung und freue mich auf deine Art der Kommunikation, wie du mit mir Kontakt aufnimmst. Bis zum nächsten Mal, euer Johann.